Herzlich willkommen auf meinem Kanal Depot und Marktlage. Langfristig erfolgreich durch Investition in Qualität. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute treten zwei große Player aus dem Bereich Versorgung gegeneinander an. Und zwar sind das NextEra Energy und American Waterworks. Ich werde die Firmen kurz vorstellen, dann schauen wir uns die Charttechnik an, dann zeige ich, welche Tools ich zum Check benutze und dann schauen wir uns natürlich NextEra Energy und American Waterworks im Screener Check an. Zum Schluss gibt es noch ein Fazit mit Siegerehrung. Sogenannte Aktienscreener verwende ich sehr gerne, um mir einen ersten Eindruck von einer Aktie zu verschaffen. Es ist so, dass ja, verschiedene Screener auch meistens verschiedene Gewichtungen der Bewertungskriterien ausgeben. Das heißt, es lohnt sich durchaus, mehrere Screener zu verwenden, dann vielleicht eine Art Mittelwert zu bilden. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, sich letztendlich eine eigene Meinung zu bilden. Ja, was bei den Screenern sehr angenehm ist, man hat bereits eine Aktie, die man sich ausgesucht hat und die möchte man dann bewerten lassen. Und diese Bewertung, die wird dann ausgegeben in Form von Punkten oder Schulnoten oder Prozenten oder Sternchen. Ein Beispiel ist hier angegeben, das ist die Suchmaske von TradeFox. Also wenn ich erstmal eine Aktie gefunden habe, die ich ganz gerne genauer analysieren lassen möchte, dann gebe ich einfach hier den Begriff der Aktie ein und erhalte dann die entsprechende Bewertung. Ja, und wie immer betrachten wir im Aktienduell zwei Firmen aus demselben Sektor und ähnlicher Branche. Dann schauen wir uns die beiden Duellisten kurz im Überblick an. Also auf der einen Seite haben wir NextEra Energy und auf der anderen Seite American Waterworks. Beide sind an der New Yorker Stock Exchange, also der New Yorker Börse, gelistet und gehören aufgrund ihrer Größe zum Index S&P 500, also zu dem Index mit den 500 größten US-amerikanischen Firmen nach Marktkapitalisierung. Ja, beide sind aus dem Sektor Versorger und NextEra Energy speziell aus dem Bereich Energieversorgung, also im Wesentlichen Stromversorgung. American Waterworks ist im Bereich der Wasserversorgung tätig. Bei NextEra Energy ist es so, dass man sehr stark sich fokussiert auf die regenerative Energieversorgung, also sprich Wind und Solar, und ist hier auch sehr stark tätig in den USA und in Kanada und sozusagen nach eigenen Angaben auch der größte Energieversorger Nordamerikas. Ja, American Waterworks ist sehr stark tätig in den USA und hier geht es nicht nur um die, ja, Wasserversorgung, sondern auch um die Wasserentsorgung, also Wiederaufbereitung. Und natürlich sind beide Firmen letztendlich als Energie- und Wasserversorger bestimmten Regularien unterworfen, können also jetzt nicht ganz eigenständig alles, ja, in Angriff nehmen, also insbesondere auch was die Kostenumlegung betrifft. Aber natürlich haben sie einen Vorteil durch die extrem starke Marktstellung. Mitarbeiteranzahlmäßig ist NextEra Energy deutlich größer aufgestellt als American Waterworks mit ungefähr 15.000 Mitarbeitern. Ja, American Water hat nur 6.400 etwa. Und auch was die Marktkapitalisierung angeht, ist NextEra Energy deutlich größer. Vor dem eigentlichen Duell schauen wir uns wie immer kurz die Charttechnik an. Und ja, hier zeichnet der Kursverlauf ein schönes Bild von links unten nach rechts oben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, überhaupt ist der Graph bei beiden Unternehmen relativ ähnlich. Also Unterschiede muss man hier schon mit der Lupe suchen. Und das Bild bestätigt sich, wenn man auf den Dreijahreschart guckt. Also eher eine Seitwärtsbewegung über die letzten 3 Jahre mit einem leichten Abwärtstrend in den letzten Monaten. Also ich sag mal, hier eilt ein Einstieg nicht unbedingt. Für den nachfolgenden Screener-Check benutze ich wie immer vier Tools und das sind TradeFox, Market Screener, Börse.de und Guru Focus. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, um mich zu unterstützen und aktiviere die Glocke, um kein weiteres spannendes Video zu verpassen. Danke. Dann schauen wir mal zuerst auf den TradeFox-Qualitätscheck und zwar zu NextEra Energy. Und ja, wenn wir hier erstmal auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung schauen, dann zeichnet sich doch hier ein recht volatiles Bild. Also es geht mal hoch, mal runter und grundsätzlich ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, aber ja, so richtig stetig ist er auf gar keinen Fall. Und ich sag mal, das Umsatzwachstum in den letzten Jahren auch eher zu wünschen übrig. Ja, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, dann ist der allerdings bis Ende 2021 doch ziemlich stetig nach oben gerichtet und das bei einer sehr geringen Volatilität. Ja, offensichtlich weiß der Markt hier die Stabilität des Unternehmens zu schätzen und weiß um seine Marktstellung. Und ja, letztendlich ist es doch so in den letzten Monaten, dass es diesem Unternehmen wie vielen anderen Unternehmen in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld geht,
nämlich dass eine gewisse Phase der Konsolidierung eingesetzt hat. Was man ein bisschen im Auge behalten sollte, wäre die recht hohe Finanzverschuldung. Also hier hat NextEra Energy aber auch nicht anders gehandelt als viele anderen Firmen. Ja, man hat sich natürlich in Zeiten des Nullzinses immer stärker verschuldet, denn die Verschuldung hat ja nichts gekostet. Das ist jetzt ganz anders und die Zinsen werden längere Zeit hoch bleiben. Und da muss natürlich ein Teil des Gewinnes auch aufgewandt werden, um letztendlich diese Verschuldung zu tilgen. Und ja, da muss sich natürlich die NextEra Energy verstärkt darum kümmern. Ja, man wird sehen, wie das Unternehmen damit zurechtkommt. Ist auf jeden Fall etwas, was man im Auge behalten sollte. Wenn man sich American Waterworks im Trellafox Qualitätscheck anschaut, dann erhält man hier 12 von 15 Punkte. Also immer noch im guten Bereich, etwas besser als bei NextEra Energy. Aber überhaupt sind alle Kriterien sehr ähnlich. Also auch die Bewertung, KGV von um die 30, ein KUV von fast 7, das ist schon ziemlich hoch. Also sollte man auf jeden Fall unter Beobachtung halten. Insgesamt, ja, sind letztendlich alle Sektoren, die hier beurteilt werden, sehr ähnlich zu NextEra Energy, insbesondere auch die Finanzverschuldung. Und auch hier muss man natürlich schauen, wie American Waterworks mit der Tilgung der Schulden in Zukunft zurechtkommt bei anhaltend hohen Zinsen. Ja, wenn man auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung schaut, dann macht die einen etwas stetigeren, also stabileren Eindruck. Und ja, das weckt auch durchaus Vertrauen in das Unternehmen. Wenn man sich den Chart anschaut, ja, dann ist der eben ähnlich wie bei NextEra Energy bis zum Jahr, ja, 2022 ziemlich stetig. Und danach folgt die Phase der Konsolidierung. Also, das haben wir ja schon in der Charttechnik gesehen, dass man jetzt anhand der kleinen Durchschnitte nicht unbedingt, ja, zu einem sofortigen Einstieg raten würde. Ja, insgesamt sind beide Unternehmen sehr ähnlich, beide zahlen Dividende und sind daher aus dieser Sicht auch nicht ganz uninteressant für Investoren nach der Dividendenstrategie. Bei genauer Betrachtung steht American Waterworks im Endeffekt etwas besser da und das bedeutet 1 zu 0. Wenn man sich die beiden Firmen im Guru Focus Check anschaut, dann erhält NextEra Energy 74%. Ja, es entspricht ungefähr einem gut bis zufriedenstellend und American Water erhält 85%, was einem gut bis sehr gut entspricht. Ja, es deckt sich so in etwa dann auch mit dem Trellafox Qualitätscheck. Was ich im Übrigen auch schon in der Vergangenheit für verschiedene andere Checks festgestellt habe, dass sich Guru Focus und Trellafox doch ziemlich ähneln, zumindest in den meisten Fällen. Ja, was hier bemängelt wird, ist die schwache finanzielle Stärke, was eben auf die hohe Verschuldung beider Unternehmen zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite steht aber auch hier eine sehr hohe Profitabilität. Und ja, insgesamt schneidet aber American Water etwas besser ab als NextEra Energy und das heißt Ausbau der Führung. Der Market Screener führt die Bewertung wie üblich etwas anders durch. Und zwar ist es so, dass hier hohe KGVs und KUVs ja, zu einer starken Abwertung führen. Und zusätzlich hat man noch die relativ hohe Finanzverschuldung. Das ist natürlich auch etwas, was beim Market Screener gar nicht gut ankommt. Und man hat letztendlich nur eine Wertung im ausreichenden Bereich, und zwar 56% für NextEra Energy und 57% für American Waterworks. Ja, bei American Water hat man noch den Vorteil eines guten ESG-Ratings, also sogar mit A sehr gut. Allerdings kann das eben das schlechte Investment-Rating hier auch nicht entsprechend retten. Ja, letztendlich liegen beide im Rahmen der Toleranz recht nah beieinander und deswegen bekommen beide einen Punkt. Der letzte Aktienscreener im Check ist Börse.de. Ja, hier werden ja von über 30.000 Aktien nur 100 mit der Auszeichnung Champion versehen. Und hier ist es tatsächlich so, dass beide Unternehmen diese Auszeichnung erhalten. Mit einem Endstand von 4 zu 2 geht der Pokal an American Waterworks. Ja, aber auch NextEra Energy muss sich nicht verstecken. Wenn man jetzt alle Screener berücksichtigt, dann erhält man etwa die Durchschnittsnote 2 und damit sind beide Unternehmen für ein Depot grundsätzlich geeignet. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass der Sektor Versorger meistens unterrepräsentiert ist in einem Depot und ja, es sind natürlich solche Unternehmen dann durchaus willkommen, ja, diesen Sektor zu verstärken und man hat ja auch durchaus Dividendenzahler in einem Bereich, ja, von ansprechender Dividendenrendite. Ja, auf der anderen Seite sind es eben Unternehmen, die reguliert sind und das sollte man jetzt nicht unterschätzen. Also hier hat man eben nicht die freie Entfaltungsmöglichkeit wie bei anderen Unternehmen. Ja, aufgrund dieser Gründe
muss man sagen, ja, für ein Basisdepot, also wenn man sich jetzt wirklich die allerersten Aktien ins Depot legt, würde ich sagen, sind gerade diese Unternehmen bedingt geeignet. Es kommt dann nämlich auch noch hinzu, die hohe Verschuldung, also die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also ich denke jetzt nicht, dass hier die Gefahr besteht, dass hier in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Konkurs angemeldet wird. Dafür sind die Unternehmen einfach zu gut unterwegs und die Marktstellung zu stark. Aber es ist durchaus eben etwas, was man jetzt hier im Auge behalten sollte, zumindest langfristig. Ja, wer hier frisch einsteigen möchte, macht das ein bisschen antizyklisch, aber wir haben ja schon gesehen in der Charttechnik, es eilt jetzt nicht. Also wir sind unterhalb der kleinen Durchschnitte und ja, hier kann man durchaus erstmal abwarten auf eine Bodenbildung, vielleicht auch auf einen Aufwärtstrend. Ja, wer per Sparplan unterwegs ist, der lässt ihn einfach weiterlaufen, um letztendlich vom Durchschnittskosteneffekt zu profitieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und abonniere doch bitte meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Natürlich freue ich mich auch sehr auf Wünsche, Kommentare und Anregungen. Hab noch einen schönen Tag.